straight cruising, headed for bruising, watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big. Where you're going, truth cannot be hid. You gotta get going. Easy now. You gotta Matthias ist hier und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist in meinem neuen Video hier aus Cuxhaven. Ich bin heute wieder unterwegs mit der Insta360 One X2 oder kurz gesagt X2, wie ich jetzt gerne sage. Ja, und zwar befinden wir uns hier wieder auf dem kleinen Weg, der zu den Teichen führt, und da möchte ich heute einmal vergleichen die X2 mit der Pocket 2, denn das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht und ich denke, das wird recht interessant werden. Ich möchte ja auch ein bisschen die Audioqualitäten der beiden Kameras miteinander vergleichen, und natürlich ist anzumerken, dass bei der X2 das Audio mit am besten ist, wenn man sie recht nah vor sich hält, so wie ich jetzt gerade. Und wenn ich sie weiter entfernt an dem Selfie-Stick halte, dann wird das Audio natürlich schwächer. Da müsste man dann entweder auch ein externes Mikrofon anschließen oder, so wie ich das hier halt mache, mit der zweiten Kamera, mit der B-Kamera, dann noch den Ton extra aufnehmen. Bullet Time, die erste Bullet Time, die werde ich gleich mal ausprobieren. Hier ist so ein schöner leerer Parkplatz. Der würde sich dafür eigentlich auch schon anbieten. Dann versuche ich mal da gleich hinzugehen und dann werde ich wieder den Selfie-Stick umbauen, um eine Bullet Time für euch zu machen. Ja, sehr gut. Dann habe ich meine ersten Bullet-Time-Aufnahmen hier auch schon im Kasten. Das war jetzt natürlich noch nicht so wahnsinnig gut wahrscheinlich. Aber ich möchte halt ausprobieren, wie ich die Qualität dann hinbekomme mit der 4K-Einstellung und 50 Frames anstatt der letzten, die ich da ausprobiert habe, in 3K mit 100 Frames. Da ist dann zwar die Bewegung, die ist schön ruhig und sanft durch die doppelte Frameanzahl. Nur leider ist die Auflösung dadurch so gering mit den 3K, die ja für das gesamte Bild zu berechnen sind,
Und wenn ich dann diesen Ausschnitt daraus nehme für die finale Bullet Time, dann habe ich im Endeffekt dann nur noch Full HD oder schlimmstenfalls nur sogar HD-Qualität übrig. Ist ein bisschen kompliziert, also, aber das sind so Erfahrungswerte, die man halt sammeln muss mit neuen Geräten, mit neuen Kameras. Und das versuche ich ja halt auch immer. Gut, da kommen dann gleich mal ein paar Leute entgegen, auch mit einem Hund. Die kriegen wir dann sicherlich auch gleich mal mit rein. Und ja, jetzt aktuell filme ich wieder mit den 5,7K in 30 Frames per Second. Damit könnte man natürlich auch versuchen, eine Bullet Time hinzukriegen. Das habe ich auch schon mal angefangen. Nur das Problem dann dabei ist, dass die Bewegung doch zu unruhig wirkt und dadurch das Material kaum zu gebrauchen ist. Deswegen lasse ich das lieber und nehme da doch die höhere oder die niedrigere, besser gesagt, niedrigere Einstellung für. Ja, Vloggen in der Öffentlichkeit ist immer wieder ein Thema. Ich suche mir auch immer die schönen Sonntage zurzeit aus, wo natürlich nicht gerade wenig los ist. Nur, ich muss es halt lernen, oder ich versuche es zu lernen. Ein bisschen windig ist es heute auch. Mal schauen, wie dann die Tonqualität von den Aufnahmen hier mit der Pocket 2 im Endeffekt werden. Ob die noch ganz gut zu gebrauchen sind. Ich habe auch noch meine Osmo Action, die Action 1 habe ich auch noch mit dabei. Die möchte ich dann auch gleich mal irgendwo schön hinstellen, dass ich auch noch eine Totale bekomme, während ich eine Bullet Time aufzeichne. Ja, gut, jetzt sind wir hier gleich bei den Teichen. Mal schauen, welche Stelle ich dann wähle, um die Aufnahme ganz gut hinzubekommen. Hier hatten wir ja auch die Testreihe mit dem Ulanzi anamorphen Weitwinkelobjektiv gemacht. Das war genau dort drüben, so durch die Sträucher hindurch, durch die Büsche, und um zu versuchen, diesen Lenseffekt dahin zu kriegen. Das hat ja auch recht gut geklappt. Ist auch ein Video, was ein bisschen öfter geklickt wird. Das freut mich sehr. Ja, hier haben wir den schönen Teich mit der Sonne davor. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Gucken, ob ich da eine ganz gute Aufnahme hinbekomme. Ja, hier durchs Dickicht an den Teich ran. Sehr schick. Mal den Selfie-Stick etwas höher halten. Und die Pocket nimmt das auch ganz gut auf. Und zwar von dieser Position etwas gegen die Sonne. Aber so schlecht sieht das, glaube ich, gar nicht aus. Und wenn ich die Osmo Action gleich mit dazu nehme und dann versuche, den Bullet Time Effekt hinzukriegen hier. Ich glaube, das ist eine Idee. Mache ich gleich mal. Dann gehen wir mal da zu der Bank rüber und bauen uns das Ganze um. Meine Mini 2 habe ich ja auch mit dabei heute, und ich will dann auch mal einen Akku hier verfliegen. Mal schauen, wie das hinhaut. So, und dann habe ich jetzt hier an diesem kleinen Pfahl die Action befestigt, die Osmo Action. Die filmt mich in der Totalen, während ich die Bullet Time gleich mal mache. Ich hoffe, dass die Aufnahme dann zu gebrauchen ist. Das Mount rutscht da immer so ein bisschen weg, aber ich denke, das geht. Und wenn ich hier so in den Büschen stehe.
ja, 3 Kameras am Start. Ist nicht so ganz easy immer zu handeln alles. Aber es macht mir ja auch Spaß. Okay. Hier haben wir wieder die kleine Brücke. Gehen wir jetzt mal drauf. Es ist natürlich hier im Winter, im Dezember, viel mehr zu erkennen von der Teichanlage auch. Und wir haben Enten, ganz viele Enten haben wir. Das ist ja schön. Dann wollen wir die jetzt auch mal filmen. Ich denke, die Pocket 2 kriegt die ganz gut rein. Die flüchten jetzt auch schon wieder ein bisschen. Das liegt halt in ihrer Natur. Ja, und vielleicht starte ich hier mal die Action auch. Mit klammen, kalten Fingern. Gucken, ob das geht. Ja. Die läuft auch. Bei der Action habe ich die Rocksteady-Einstellung jetzt rausgenommen. Deswegen sollte ich damit nicht so viel rumwackeln. Machen wir das mal so. Und trotzdem werde ich mal den Screen bei der Action jetzt wieder nach vorne richten. Das geht jetzt sogar mit einem Handgriff normalerweise. Es gab ja ein Software-Update und seitdem sollte das funktionieren. Jetzt scheint es aber ganz aus zu sein. Mal wieder anmachen. Jo, den Screen nach vorne schalten. Das geht sehr gut. Und dann habe ich hier meinen ND-Filter drauf. Also ich kann das Bild heller und dunkler machen. Machen wir es mal ein bisschen heller. Jetzt für diese Aufnahme. Okay. Ja, dann stehe ich jetzt hier auf der Brücke an den kleinen Teichen in Cuxhaven hier beim Altenheim. Es fängt sogar ganz leicht an, ein bisschen zu schneien. Oder täuscht das? Ich würde mir ja auch hier mal ein bisschen Schnee wünschen. In Cuxhaven haben wir selten. Dann könnte ich auch tolle Aufnahmen mit der Drohne machen. Mal gucken, vielleicht klappt das dieses Jahr noch. Okay, ja. Natürlich möchte ich euch auch gerne nochmal wieder daran erinnern, dass ihr meinen Kanal abonnieren könnt. Wenn ihr die Glocke drückt, dann bekommt ihr auch immer einen Hinweis, sobald ich ein neues Video online habe. Und ein Like könnt ihr mir natürlich geben, einen Daumen nach oben. Und vielleicht schreibt ihr auch einen schönen kleinen Kommentar, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt an meinen Vlogs und was ich noch anders machen könnte. Würde ich mich echt drüber freuen. Ja, ich hatte mir auch ein bisschen vorgenommen, ein wenig mehr persönliche Sachen zu erzählen in den Vlogs. Was natürlich nicht immer so leicht fällt. Nur man muss erstmal den Anfang kriegen. Ne? Ich hatte ja schon in der Deichstraße, in dem Vlog, hatte ich ja schon ein bisschen was erzählt in Sachen Beziehung, nicht viel. Aber ja, so ist es halt. Ich hatte ja eigentlich schon länger vorgehabt, mal wieder zu reisen. Das fehlt mir sehr, jetzt in dieser Corona-Lockdown-Zeit, dass wir halt nicht raus können. Und das ist wirklich ein bisschen schade. Tja, und dann hätte ich vielleicht auch was Neues in Sachen Beziehungen aufbauen können. Auch in Richtung Familie. Denn ich werde ja auch nicht jünger. Muss auch schauen, dass ich da vielleicht nochmal was in der Richtung in die Wege bringe. Tja, das fällt mir nicht leicht. So zu reden, wobei ich da auch schon, glaube ich, ein bisschen besser geworden bin in diesen persönlichen Sachen, und das muss ich auch, um die Videos, meine Vlogs auch vielleicht ein bisschen interessanter für euch zu gestalten, dass dir das immer Freude macht, die anzuschauen, und du auch immer mit dabei bleibst. Ja, so viele treue Zuschauer, jedenfalls die sich dann auch äußern und mir auch einen Kommentar schreiben. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ich habe mich mit den Statistiken noch nicht so wahnsinnig ausführlich beschäftigt. Man kann das ja alles bei Google oder über YouTube ansehen.
Ich versuche zurzeit mich mehr auf die kreative Seite der ganzen Geschichte zu konzentrieren. Ich habe ja die Zeit jetzt. Ich mache das eigentlich, ist das meine Fulltime-Beschäftigung jetzt in diesen Corona-Zeiten, das Vloggen. Und es macht mir auch Freude. Okay, ja. Ich wollte noch so viel erzählen, aber das ist, wie gesagt, fällt mir nicht so ganz einfach. Ich kann ja noch ein paar Grüße rausschicken. An Jeanette auf jeden Fall, meine treueste, mein treuesten Fan eigentlich. Sei gegrüßt, Jeanette. Und an den Otter. Mit dem Otter ist manchmal ein bisschen schwierig. Wir haben manchmal so kleine, ganz kleine Differenzen und dann schaut er meine Vlogs nicht mehr, meine Videos. Und ist okay. Ich kann ja auch keinen dazu zwingen, die zu schauen. Möchte ich auch nicht. Jedenfalls, falls du das hier schaust, Otter, sei auch ganz herzlich von mir gegrüßt. Bleib gesund da in Sachsen und bring dein Jurastudium gut voran. Du schaffst das. Okay, ja, dann will ich jetzt auch gleich mal noch ein Stückchen weitergehen an das andere Ende von dem Teich und dann machen wir noch mal eine Bullet Time und im Anschluss lasse ich dann noch die Mini starten.